Folge von Jugendstil. Unsere Sendung ist diesmal ganz in Zeiten der Musik. Und deswegen mache ich mich gerade auf den Weg zu einem Instrumentebauer in einem schönen Wangen. Und in der Zwischenzeit schaut ihr euch doch einfach mal an, was euch so die nächsten 15 Minuten erwarten. Unsere Sendung steht diesmal ganz im Zeichen der Musik. Wir treffen die Band Green Waste aus Ulm. Außerdem schauen wir einem Instrumentebauer aus Wangen über die Schulter. Und wir treffen den Hip-Hopper Ilba von den Ebony Records. Bevor ich mich jetzt an die Arbeit mache, stelle ich euch noch schnell eine Band vor. Die besteht komplett aus Ulmer Studenten und die netten Herren nennen sich Green Waste. Green Waste, die grüne Verschwendung, so nennen sich die Ulmer Studenten als Rockband. Kennengelernt haben sie sich beim Studium an der Universität Ulm. Wenn man aufhört mit der Band irgendwann, dann holt es einen wieder ein und man will wieder zusammen Musik machen. Und der Marcel spielte auch Gitarre, wir studieren zusammen, also im selben Studienjahr. Und dann haben wir uns gedacht, machen wir doch hier auch eine Band auf, weil uns das einfach fehlte. Am 17. März treten Green Waste im Hemperium in Ulm auf. Dann wollen sie auf jeden Fall ein Zeichen der Hoffnung setzen. Grün im Sinne eigentlich so dieser Farbenfreude, also grün der Hoffnung sozusagen. Und die Verschwendung eigentlich im Sinne der Zeitverschwendung. Und es gibt halt viele Leute, die mit ihrem Leben nichts besser anzufangen wissen, als vielleicht allein vor dem Fernseher zu sitzen. Und da haben wir uns gedacht, hey, wenn die Leute ihre Zeit schon verschwenden wollen, dann vielleicht hoffnungsfroh einfach mit schöner Musik und netten Leuten. Und da sind wir halt auf Green Waste gekommen. Derzeit arbeiten die vier wieder im Studio an neuen Songs. Mehr dazu findet ihr auf der Facebook-Seite von Green Waste. Daniel steht neben mir und Daniel baut mit seinem Vater zusammen Metallblasinstrumente. Wie bist du dazu gekommen? Ich meine, es ist kein typischer Beruf, den jeder macht. Ja, also der Vater ist eigentlich schon seit 20 Jahren selbstständig. Dann bin ich einfach, habe mir überlegt, so, ja, was soll man tun nach der Schule? Hab mir doch, wenn man von klein auf kennt im Prinzip, hat mir doch relativ viel Spaß dran gefunden. Hat er immer wieder mal in der Ferien mal ein bisschen mitgewerkelt und geguckt, was macht denn der Papa da? Und ja, so bin ich eigentlich zum Instrumentenmacher gekommen. Jetzt habe ich dir ja gesagt, ich helfe dir heute bei den einzelnen Arbeitsschritten. Ich sehe, du hast auch schon was aufgebaut. Für mich sieht das jetzt alles so ein bisschen nach komplett Metallrohren aus, möchte ich mal sagen. Aber du kannst mir jetzt erstmal zeigen, was denn jetzt so der erste Arbeitsschritt sein wird, oder? Ja, also der erste Arbeitsschritt. Wir haben hier ganz normal unser Blech. Das haben wir schon zugeschnitten. Mhm. Normal ist das eine Tafel, wo ein Meter breit ist und wo ja, 50 Meter lang gibt. Oder je nachdem, wie man es bestellt. Dann, wenn es angerissen ist, wird es ausgeschnitten, ganz normal. Hier sehen wir schon die Anrisse für die Vorrichtung zum Abkanten. Dann wird es meistens so zusammengestellt, zum U zusammengestellt. Dann wird es zusammen geklopft. Dann wird Schlaglot aufgetragen und wird verschweißt. Und wenn wir dann soweit sind, dann tun wir es nur rundreiben und dann haben wir soweit ein Rohr hergestellt. Okay, das heißt, womit kann ich jetzt anfangen, wenn ich dir jetzt Hilfe leisten möchte? Ja, da würde ich sagen, fangen wir an bei dem Rohr abkanten zum U. Okay, gut. Das machen wir. Genau. Also wir haben hier einen Anriss und hier einen Anriss. Das heißt, wir mitteln jetzt quasi, schieben diesen Blechstreifen hier quasi genau auf den Anriss. Okay. Wenn wir das so haben, jetzt kannst du es quasi links, rechts halten und kannst umbiegen, genau. Brauchen wir ein bisschen Kraft dazu. Wenn wir das so haben, vorsichtig zurück, dann nehmen wir es raus. Und jetzt haben wir schon das U. Jetzt haben wir schon das U. Ganz einfach eigentlich.
Okay, gut. Und wenn wir jetzt mit den nächsten Arbeitsschritten weitermachen, möchte ich euch erstmal Pelzers Minute zeigen. Denn ich habe ja gesagt, die Sendung steht ganz im Zeichen der Musik und deswegen musste natürlich auch Pelzer sich auf einen musikalischen Pfad begeben. Daniel zeigt mir jetzt, wie das mit dem Klopfen so geht. Habe ich es richtig verstanden? Wir wollen das ja jetzt irgendwie von dem U zum O, sag ich mal, bekommen. Genau. Also wir stellen jetzt quasi die zwei Kanten blickdicht zueinander zusammen, dass wir dann ein hartes Lot auftragen können. Okay, dann zeig du mir das doch mal. Das Zusammenstellen funktioniert ganz einfach. Ich gehe quasi hin, forme das von Hand ein bisschen an. Wenn ich das so habe, nehme ich den Holzhammer. Fang in der Mitte raus an, ist am einfachsten, und klopft da ein bisschen. Vorsicht, Finger, tut weh, wenn du triffst. Ja, und wenn wir das so haben, gehen wir vom Holzhammer weg zum Metallhammer. Fangen quasi ganz normal das Klopfen an. Ihr seht schon, das dauert bei mir alles ein bisschen länger als bei Daniel, deswegen ich möchte euch natürlich nicht zu lang auf die Folter spannen und zeige euch jetzt erstmal noch einen anderen Musiker aus Ulm, den wir getroffen haben, nämlich den Ilba, und der macht was im Bereich Hip-Hop und R&B. Herzlich willkommen in meiner neuen Welt. Wir brennen die Hütte ab, bis alles auseinanderfällt. Das wird die Party des Jahres, ihr werdet alle schauen. Wir geben Gas bis zum Morgen. Also mein Name ist Ilba. Ich bin beim Label Ebony Records aus Ulm als Sänger tätig. Ich bin ursprünglich über die Hip-Hop-Schiene dazugekommen. Was mache ich für Musik? Also meine Musik ist ja sehr schwierig zu beschreiben. Es ist total vielfältig. Also ich bewege mich sehr gerne in der Soul-Geschichte, R&B. Versuche auch ab und zu mal experimentell in die Richtung Dancehall abzurutschen. Alle saufen, alle feiern, keiner kann mehr stehen. Herzlich willkommen in meiner neuen Welt. Wir brennen die Hütte ab, bis alles auseinanderfällt. Das wird die Party des Jahres, ihr werdet alle schauen. Wie bin ich zur Musik gekommen? Eigentlich ganz witzig, ich habe schon immer Musik gemacht, aber ursprünglich hatte ich nur Texte geschrieben. Habe ich eigentlich nie getraut, jemanden davon zu berichten, dass, was ich mache. Und hatte mal einen schweren Unfall beim Fußball. Und dann habe ich diese Zeit, die ich da erlebt habe, ein bisschen mit Musik versucht irgendwo zu überwinden. Ja, letztendlich bin ich dann auf meine jetzigen Kumpels gestoßen, die damals schon Musik gemacht hatten. Und zähle die Sekunden, während ich am See entlang einen neuen Weg einschlag. Für mich ist Musik oder ein Song schreiben absolute Befreiung. Ja? Man erlebt ja im Alltag so viele Dinge, Stresssituationen, und man sieht auch manchmal Dinge, die einem irgendwo nahe gehen, und ich verarbeite das am besten durch Schreiben. Also das befreit mich unheimlich. Denn alles fällt mir leicht, es ist ein Neuanfang und
denken. Du hast mich stark gelenkt. Es ist letztendlich einfach die Gefühle freilassen und dann kommen schon die Wörter von alleine. Ja, also das ist total easy. Daniel, es wäre jetzt viel zu aufwendig, wirklich die einzelnen Schritte alle nachzuvollziehen. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal so aufgebaut, wie denn die Schritte verlaufen würden. Du kannst es ja mal kurz erklären, oder? Genau. Also es ist jetzt unser Rohr, wo wir jetzt gerade zusammengeklopft haben. Ist noch leicht oval, wird später im Fertigungsprozess noch behoben. Ist dann quasi zwischendrin, wird noch den Spalt, wo das quasi das Blech, dass es zum Rohr wird, müssen wir es ja irgendwie verlöten oder verschweißen. Da haben wir hier ein Messing-Schlaglot, das ist aufgetragen worden, das haben wir geschweißt. Sieht man auch, innen drin ist eine ganz kleine Naht. Und wenn wir es dann soweit haben, wird es weich geglüht, wird auf dem Dorn rund gerieben. Jetzt sehen wir schon, jetzt ist das Rohr schon vom Oval zum Rund geworden. Und dass die Rohre dann ganz präzise stimmen, haben wir einen Stahlziehdorn, wo dann quasi hier vorne ein bisschen enger gemacht wird. Und dann wird es quasi durch eine flexible Scheibe wird das Rohr durchgezogen. Dann legt sich das ganz genau an dem Dorn an. Und jetzt kannst du mir auch mal bestimmt ein Instrument zeigen, was eigentlich schon ziemlich fertig ist, oder? Wir hängen ja genug rum. Also da würde ich die hier nehmen. Ist auch eine Trompete. Hier sieht man wunderschön dieses Rohr, wo hier ist. Das ist quasi dieses Rohr, was wir eigentlich gerade gemacht haben. Es befindet sich quasi hier. Mhm. Ja, und dann würde ich sagen, tue ich die Ventile noch ein bisschen ölen und dann kannst du mal drauf spielen. Super, dann erstmal vielen Dank, Daniel, dass du uns so in die Kunst des Instrumentenbaus eingewiesen hast. Und wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Ich habe aber noch ein kleines Goodie für euch, denn ihr solltet auf jeden Fall jetzt mal bei der Facebook-Seite von uns vorbeischauen, denn wir haben da noch eine kleine Verlosung für euch. Bis dahin sage ich aber erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Oh Gott, ich glaube, ich kann das gar nicht.